Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Wir sind immer noch dabei, die Geheimrichtung zu überfallen. Ich musste leider einen Cut machen, es tut mir leid. Aber dafür können wir jetzt losschlagen. Gegen wen schlagen wir denn bitte los? 95%, wow. 89. 82, der wäre instant tot. 66, 66 ist nicht so toll. Okay, warte mal, Klasali, was kannst du alles treffen? Du kannst eigentlich jeden treffen, 100% Chance. 100% leider nur ultra wenig Schaden. Ach, du hast ja noch die Pistole, ne? Warte mal, machst du erstmal deinen Bonusschuss. Da kannst du sie schon mal halb mit töten. Aber sie wird erstmal nicht feuern können, oder? Aber die Viecher sind echt fies. Ja, weißt du was? Dann nimmst du die 100% Roller. Ja. Garantiert mindestens 3 Schaden. Leider nur 2. Ja, das gestreift ist so kacke, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Okay, du könntest dann noch da unten dem Typen. Wir könnten versuchen, Cover zu nehmen. Ich würde einfach sagen, wir versuchen dem seine Rüstung zu nehmen, Leute. Und es sind garantiert nochmal 3 Schaden. Ja, obwohl, ja, es sind eher 1 bis 2 Schaden. Aber er würde Rüstung verlieren und ich denke mal, das ist cool. Und das Glas ist kaputt, warum auch immer sie das eben nicht kaputt gemacht haben mit dem Pistolenschuss. Das war kein guter Schaden. 85, 69, 65, 52. Nimm die 85 und sabotiere, wenn du den reißt, dann läuft's. Obwohl, wir sollten vielleicht das Imitationsgerät machen, denn in der nächsten Runde können die nur darauf feuern. Dann haben wir noch eine volle Runde, in der wir alles machen können, was wir wollen. Obwohl. Naja, sie können nur darauf feuern, aber sie werden es wahrscheinlich instant vernichten. Es sind so viele. Aber hey, dann werden zumindest ein paar unserer Soldaten nicht beschossen. Das ist cool. Auch wenn ich damit einen Schuss opfere im Grunde. Aber hier, 95%. Komm. Bester Schuss. Das wäre jetzt mit der Shotgun noch besser gewesen und hätte sie wahrscheinlich getötet. Scheiße. Was? Das waren alle? Mir gehen nicht? Oh Gott. We're dead. Obwohl, das Imitationsgerät wird uns ein bisschen Schaden abhalten. Hoffentlich treffen die nicht gut. Oh, wie sie noch nicht tot ist, die dumme Kuh. Oh, wie sie abhaut vor allem. Sie hat vollen Sprint hingelegt. Sie ist leider nicht durchs Feuer. Hat auch einen vollen Sprint hingelegt. Warum sammeln die sich? Oh nein, bitte triff nicht, bitte triff nicht, bitte triff nicht, bitte triff nicht. Und wenn trifft das Imitationsgerät? Hä, die positionieren sich ja nur. Ich meine, hey, besseres Cover ist cool, aber... Also für die, cool. Das war intelligent, mein Freund. Hin und zurück. Und nicht zu treffen, also niemanden abzuballern. Voll cool. On your order. I call Moron. Wir könnten eine reinwerfen, denn es scheint nicht so, als kommen wir noch Sektoiden. Wir könnten ihn sogar... Habe ich nicht das Imitationsgerät geworfen? Das ist auf jeden Fall weg. Das werfe ich gleich. Erstmal will ich 100%, aber das 100% ohne Deckung, 100% mit Deckung, das wäre eher was. Ach, schön. Instant Kill. Melian, du bist genial. Bester Scharfschütze hier. Dummerweise auch einziger, leider. Hier hätte ich jetzt nämlich gerne ein paar mehr. 100% Trefferchance. Könnte ein Kill werden. Könnte ein Kill werden. Ist cool, aber ich bitte dich auch zu feuern. Dankeschön. Immerhin 5 Schaden. Er hat nur noch einen übrig. 2. Ja, das war nicht minimal. Das war schon gut. Der Sabotierer haut ihn jetzt über den Jordan. Yes. Machst du gut. Du hast deine Beförderung redlich verdient in diesem Einsatz. Die kriegst du jetzt auch, oder? Du kriegst auch keine Beförderung? Was ist das denn? Alter. Hm, gehen wir besser hier hin, weil dann hat er nämlich noch Heavy Cover gegenüber denen. Und 2 ohne. Oh, das ohne Cover nutzen würde ich gerne, ne? Aber so haben wir einen tot. Das ist ein garantierter Kill. Den musst du nutzen, Edoclas.
Obwohl, dann hätte, hätte auch die andere geschafft, glaube ich. Oh mein Gott, mit dem Gestreift nur. Nicht schlecht. Das Gestreift finde ich extrem eklig. Ist extrem beschissen. Aber wir haben drei Leute schon ausgeschaltet. 59, 59. Das ist vollkommen Wurst. Versuchen wir es. Hast du gut gemacht, das Glas nicht zerstört. Yes, ein wunderschöner Kill. Wunderschön. Das sind sogar noch einfache Soldaten mal. Sehr, sehr cool. Aber die Soldatenleichen geborgen ist eine Fehlinformation. Wir hauen hier ja eh ab. Wir evakuieren. Damit kriegen wir gar nichts. Nicht mal mehr das. Weil da unten komme ich in drei Runden wahrscheinlich nicht hin. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Das wird Treffer. God damn you. Ich habe aber zum Glück noch ein Medkit. Das war aber ein fieser Treffer auch. Dabei halten wir schon so viel aus. Ein normaler Soldat wäre jetzt tot. Ah, Feuerschutz ist okay. Wir müssen. Oh, sorry, ich bin ans Mikro gekommen. Wir müssen uns eh nicht mehr bewegen. Du musst aber ein Medkit einsetzen. Unbedingt. Calamities sind Schwierigkeiten. Ich finde das echt cool, dass man den Namen hier drüber sieht, den Spitznamen. Ah, schön. 5 TP, ich mag dich. Du bist gut. Und du kannst trotzdem noch feuern. I like it. Really like it. Schon wieder hast du das Glas nicht kaputt gemacht, obwohl du nicht dran hast. Du kannst mysteriöserweise da durchfeuern. Aber hey, immerhin hast du den Feuerschutz entfernt. Oh, 62%, komm schon. Wenn du jetzt verwandelst, das wär's. Mit einem schönen Crit, das wär super. Ah, ein schönen Fünfer. Der Fünfer ist gut, Fünfer ist gut. Nehme ich gerne. Im Hintergrund flog so ein Vogel gerade vorbei in Panik. Oh Gott, bitte töte mich nicht. Wir haben keinen Feuerschutz mehr, das heißt, wir können das hier auf jeden Fall machen. Ich hätte ihn einen weiterbringen sollen noch. Damit. Dann können wir nur hoffen, dass er jetzt mit 60% killt. Der Höhenbonus ist so awesome, Leute. Ach, komm schon, dann nur ein Streifschutz. Lass mich verarschen. Sabotierer könnte noch. Sabotierer kriegt auf jeden Fall noch eine Chance. Und der Etokles wird in Overwatch sein. Ach, wunderschön, Sabotierer. Also wenn du jetzt keine Beförderung kriegst, ne, dann weine ich. Er kriegt keine Beförderung, der arme Kerl. Der darf nicht befördert werden. Ist ja grauenvoll. Okay, wir können hier hin. Und im nächsten Zug sind wir da. Ja, du gehst wirklich, Chef. Du gehst wirklich. Ja, ich sehe es. Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Jaha. Wenn du mir ein bisschen mehr Freiraum lässt, dann geht das ganz schnell mit dem Kanister sichern. Okay, jetzt alle runter. Etokles schnappt sich gleich den Kram. Das lief ziemlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut verläuft, einfach weil die erste Runde gar nichts getan haben. Haben wir auch relativ wenig Schaden genommen. Relativ wenig. Nicht wirklich wenig, sondern nur relativ wenig. Es gibt leider nur dahin Cover, aber du kannst hier hinkommen. Sehr, naja, wasteful round, würde man sagen. Ich hau einfach nur gerade die Soldaten alle irgendwo hin. Ohne irgendjemanden Overwatch oder eine Sicherung zu haben oder sowas. In Rückhand, irgendwas in der Rückhand. Schade, ich hätte dir gern noch das Nachladen gegönnt. Dir auch. Aber, warum nicht? Dann hat immerhin einer mal nachgeladen. Und es scheinen ja keine Aliens erstmal da zu sein. Alles im grünen Bereich. Okay, der Etokles. Das müsste eigentlich gehen, oder? Wenn du hier hingehst. Obwohl, er kann eigentlich auch hier hin. Ich denke mal nicht, dass da jetzt so viel passieren dürfte. Und ab geht's! Leider braucht das aber leider auch seinen Sprint. Leider braucht das aber leider. Zwei leere im Kerne. Ja, danke schön. Das ist cool. Munition, die Waffen werden wir eh nie kriegen, weil das Avatar-Projekt überleben wir nicht. Oh, crap. Oh, nein. Jetzt kommen da noch zwei. Zum Glück habe ich die Granate noch. Okay, cool. Zum Glück habe ich die Granate zum Desorientieren noch. Da muss man hin, um das zu grabben. Okay. Dann mach das doch mal schnell. Nicht du. Etokles wird das machen, denn Etokles kann dann sicher noch feuern. Ja, kann er. Und das ist Deckung. Immerhin. Okay, wir haust einfach eine Granate da rein, dann sind die ohne Deckung und dann machen wir sie fertig.
Ich hoffe, das kostet keine Runde. Fiole aus der Geheimeinrichtung. Dieser aus einer Advent-Geheimeinrichtung geborgene Fiole steckt das Endergebnis eines aufwendigen und grausigen Alien-Prozesses. Okay. Das Objekt ist hier. Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Shen, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität. Keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Weitere Feinde im Anmarsch. Oh, crap. Jetzt kommen da noch mehr Verstärkungen. Super. Als ob das nicht so schon reichen würde. Vielleicht hätte ich die erst ausschalten sollen. Ja. Captain Hindsight wieder mal. Kriege ich nicht alle? Och, komm schon. Na egal, dann zumindest die, die hier Deckung haben. Vielleicht hätte ich mich besser zurückgezogen. Aber so sind die ohne Deckung und ich kann jetzt in der Runde noch auf die drauf ballern ohne Ende. Oh yeah, baby, oh yeah. Warum nur den? Kannst du den dann nicht sehen? Ach, der andere ist verborgen. Du könntest dich bewegen, aber weißt du was? Dann nimmst du lieber den, solange er keine Deckung hat. Und zwar erst bitte so. Oh, schöner Crit. Der war wunderbar, Mädchen. Und jetzt noch schön einen hinterher und ihn abballern. Richtig schön wegkillen. Komm schon. Yes, mit nochmal einem geilen Crit von 7. Awesome. Mädchen, du bist einfach perfekt. Oh, super Soldatin hier. Das schafft sie nicht. Kann er nicht drauf feuern. Da oben könnte er feuern. Okay, es gibt hier keinen Ort, wo du auf sie feuern könntest. Och, komm schon, nur da oben. Nicht mal. Irgendwo da hinten könntest du auf sie feuern, na toll. Könnte da auch nicht feuern, das ist doch kacke. Was soll denn das? Da könntest du feuern. Okay, gut zu wissen. Bin auf dem Weg! Denn noch hat sie keine Deckung. Das ist die beste Variante, jetzt zu feuern. Und ich würde liebend gern ihn erst töten. Yes! Ach, wie wunderschön. Feind eliminiert. Leute, ihr seid einfach super. Ihr seid einfach klasse. Dann kann Zulu sie sicher dort auch treffen, ja. Heading out. Dann würde ich sagen, Viridian, verdien ihr noch eine Beförderung. 85%, komm, das triffst du. Oh. Es ist so gut. Es ist einfach nur so gut. Target neutralized. Wunderschön einfach. Okay, du wirst noch overwatchen. Ja, da kommen nämlich jetzt noch 3 Leute und ich hoffe, das sind leichte Truppen. Bitte, bitte, bitte. Of course not. Ich habe Schildtypen gesehen. Nein, doch nicht. Es sind leichte. Leichte Eingriffstruppen. Oh, mit einem Betäuber dabei. Okay. Betäuber hat höchste Priorität. Die anderen beiden sind nicht so wichtig. Bla 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 bla. Ja, ja, mach nur. Ihr dürft ruhig in Deckung gehen, solange ihr in meine Schussreichweite kommt. Zumindest der Lanzenträger. Denn der darf nicht nochmal laufen. Du kannst sogar jemanden treffen. Den fortschrittlichen Offizier. Wäre cool, aber. Hier hast du volle Deckung. Ich glaube, du bleibst besser hier. Nein, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht abbrechen. Nein, 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 nein. Ich muss erstmal nachladen, Mädchen. Du hast gute, gute Arbeit geleistet. Da kannst du auch auf ihn treffen, auf ihn feuern. Sehr gut. Da hat sie auch volle Deckung, das reicht. Du kannst den Lanzenträger treffen. Oh, wäre das schön. Da kannst du ihn auch treffen, aber die werden zu gutes Schussfeld auf dich haben. Das würde ich äußerst gerne vermeiden. Wo setzen wir dich denn am besten hin, Mensch? Da hast du keinen Treffer auf irgendjemanden. Da schon, aber da bist du auch ein Ziel. Da bist du auch ein gutes Ziel. Da geht der Lanzenträger, das reicht ja. Was ist da drüben? Kill ihn. Oh
Der war schön. Etoklis, das war super. Machst das gut. Aus irgendeinem Grund hast du die ganze Wand voll gesplattert, aber ist okay. Du musst leider nachladen. Back online. Back online. Back. I'll be back. Ich werde backen. Der wird eh losrennen. Von daher lasse ich die beiden meinen Overwatch. Und dich auch. Lass sie kommen. Ich denke nicht, dass er feuern wird. Ja, genau deshalb. Gut! Viel besser, als ich gedacht hätte. Wow. 7 Schaden und der hat... Oh mein Gott, der hat noch 5. Ja, leider hat er sie markiert. Ich dachte es mir... Was? Die Typen haben 12? 12 Rüstung? Beziehungsweise 12 Lebenspunkte? Und jetzt werde ich gerade angesimst. Wahrscheinlich von meiner Freundin, weil ich eine Aufnahme eigentlich gerade hätte. Aber hey, ist egal. Ignorieren wir. Töte ihn. Töte nicht unsere Leute. Yes! Genau darauf hatte ich gehofft, weil ich wusste, dass der Penner angerannt kommt und definitiv hier hinkommen würde. Die Markierung hätte ihm nämlich geholfen, definitiv zu treffen. Ein Drecksack. Weil wir es können. Oh nein, Etoklis ist desorientiert. Nein! Das war dumm. Oh, sein Feuerschutz entfernt. Okay, Etoklis ist nicht desorientiert. Sehr gut. Oh, und Madeline. Oh yeah. Ne, den besseren nehmen wir. Ja, warte mal. Haben wir noch eine Granate? Ohne, dass ich damit Etoklis sprenge, wäre gut. Ich muss erst nachladen. Ist okay. Ach, warte mal. Wieso? Ich bin doch so doof. Etoklis, wir müssen mal deine neue Fähigkeit einweihen. Get it done. Ja, wir machen hier... Oh nein, was? Das alles? Na gut, es ist eher immerhin ohne. Ohne Cover. Du kannst niemanden treffen? Natürlich schade. Wirklich? Da könnte auch keinen treffen. Da könntest du hin, sobald sie sich bewegt. Du hast auch keinen Schuss frei, komischerweise, aber du machst jetzt einen definitiven Kill. Oder einen fast definitiven. Dann trittst du jetzt daneben. Oh, sie enttäuscht mich nicht. Wunderbar. Und das war leider nicht genug. Goddammit. Scheibenkleister, ey. Da hat der Schuss auf den. Das ist gut. Und... Warum nur noch ihr beiden? Sie hat doch noch gar nicht gefeuert, dachte ich. Wir brauchen noch einen Schuss auf den da. Aber das ist zu weit weg. Ich versuche gerade den Sweet Spot zu erwischen, wo der noch drauf feuern kann, ohne von dem anderen zermetzelt zu werden. Don't get a Sweet Spot right now. Oh, damn you all. Kann ich von hier hinten irgendwo drauf treffen? Ich brauche keine gute Chance. Ich brauche nur einen Treffer. Leider nirgends. Großartig. Hier vielleicht. Oh, damn you. Ich will den doch nur töten, dort. God damn it. Was soll denn der Scheiß? Kacke, ey. Dann geh dahin. Mach besser noch dahin. Du magst ein Ziel sein, aber I don't care. Ich hätte wahrscheinlich hier hinlaufen und ihn abschwätzen können. Und du gehst dahin und schießt wenigstens auf den anderen. Ist ein bisschen schade, dass ich den nicht erledigen kann. Obwohl er sie jetzt noch ohne Cover da aufhält. Oh, immerhin hat er noch einen Schuss bekommen. Also einen Treffer abbekommen, einen Punkt abgezogen. Ja, ich weiß. Und die ist immer noch markiert, leider. Und beide sind desorientiert, das heißt, sie kriegen beide einen großen Malus. Aber der eine wird jetzt leider wechseln, das Cover. Ja, wird ein großes Cover gehen. Hohes Cover. Und es gibt Feuerschutz. Toll. Nicht treffen. Dankeschön. Ach, ist das schön, wenn ihr daneben schießt. So mag ich das. Du bist nicht pinned down, wir töten dir jetzt einfach. Etoklis. How about a nice little kill? Könnte gut laufen. Bisschen Glück. Weißt du was, du bewegst dich eh nicht. Wie wär's, wenn du das nachlädst? 3 Schuss sind so wenig hier. Geladen. Er könnte beide treffen. Mit 40% Chance. Ist halt blöd, dass der Typ im Overwatch ist. Nice, aber er ist immer noch nicht tot. Damn it. Das hat leider noch nicht gereicht, Etoklis. Ja, wir sind super positioniert. Sie kann nur ihn treffen, das heißt, sie sollte auch feuern.
Ach, wirklich. Jetzt enttäuscht du mich. Weil du keine 100% auf der Quote hast, Mensch. Und ich damit auch nicht. Okay, ja, Madeline, ich weiß, dass ich gleich eine Aufnahme habe. Ist schon okay. Ich mache noch 5 Minuten dran. Vielleicht dann nochmal 5 Minuten. Müssen wir gucken. Komm, jetzt killt ihr doch endlich. Na, endlich. Viridian, super. Hast gut gemacht. Ich würde nicht gerne da hochschauen. Ich würde gerne unten bleiben. Beförderung verdient. Endlich mal jemand. My goodness. Wenn du den jetzt noch triffst, ne? Nee, bleibst du beim Overwatch. Warum habe ich eigentlich nicht vorher nachgeladen? Ne? Deswegen werde ich dich vorher nachladen. Und dann let's go. 2 im Overwatch. Er hat keine Desorientiertheit mehr, aber er wird sich bewegen und wird dann sterben. Er muss sich bewegen, oder? Nein, er macht wieder einen Feuerschutz. Das ist cool. Ich könnte da was in die Luft jagen, dann wäre er vielleicht auch tot, aber ich will nicht. Sie kann niemanden treffen. Aber er ist im Overwatch, das darf ich nicht. Ich darf nicht bewegen. Du könntest ihn treffen, jetzt nutzt die Chance, dammit. Na, wunderbar, mit 29%. Also wenn du jetzt keine Beförderung hast, dann kriegst du nie mehr eine. Er kriegt nie mehr eine Beförderung. Sabotierer, es tut mir leid, dein Typ kriegt keine Beförderung mehr. Nein, der Snoop ist aus. Gibt keine Beförderung. Beförderungen sind was für Gewinner. Oh, goddammit. Okay, du könntest nicht ganz da raus. Oh, du kannst da hin. Wir müssen nochmal nachladen. Oh, dann könnte sie nachladen und feuern, wie die anderen auch. Das wäre so gut, wenn sie endlich diesen Skill hat. Ich glaube nicht, dass hier noch welche kommen. Ich glaube, jetzt kommen wir einfach raus. Jetzt positioniere ich noch alle, dass wir auch raus können. Beziehungsweise... Oh, knapp! So knapp! So ultra knapp! Warum muss das auch da sein? Kann ich nicht die Zone... Oh nein, da kommen wirklich noch welche? What? Ach, die kommen unendlich oft. Du stehst natürlich noch ganz da hinten. Das heißt, wir müssen jetzt erst noch die nächste Runde abwarten, fürchte ich. Bestätigt! Bis wir alle evakuieren können. Du kannst nicht mal nachladen, tolle Wurst. Du könntest dafür aber mit hier hin und die Zone sichern. Ich hätte aber eigentlich lieber, dass du noch ein bisschen Deckung gibst. Du gibst Deckung hier. Du hast immerhin noch ein bisschen Schutz. Overdrive wird hier auch noch Deckung geben können, denke ich, aber. Ach, so doof. Ja, dann geh hier hin, jetzt half cover. Dann kannst du dann immerhin aufdecken. Dann kriegen wir die vielleicht in derselben Runde noch tot. Ja, Miss Klasali steht natürlich ultra doof da. Die sollte da hin und auch Deckung geben. Komm, get some! Gebe Feuerschutz! In der nächsten Runde könnten wir raus. Oh Mann, dass die jetzt nochmal extra kommen müssen, ne? War das jetzt ein heftigerer oder sind das wieder die... Oh ja, natürlich kommt jetzt noch so ein Schildfuzzi mit dabei. Oh toll. Hoffentlich kriegen wir einen extra Schuss rein und die sterben sofort alle. Oder fast alle zumindest. Die Hälfte von denen. Der Offizier kann überleben, aber der Rest muss sterben. Daneben. Der war schön. Und der? Oh, der war auch toll. Ich hoffe, die dürfen nicht feuern. Okay. Dann geben wir nämlich die Ressourcen aus. Ich könnte theoretisch abhauen. Ich will eigentlich auch. Ich hätte gern, dass irgendjemand den Soldaten da oben tötet. Den da. 32% Chance ist so gering. Aber ich lasse es jetzt noch laufen, bis ich hier fertig bin. Du musst den töten, Mädchen. Du musst ihn töten. Ah, oh,
daneben, natürlich. Come on, focus. Die erste Runde lief so gut und hier so ein Scheiß, ne? So typisch. Kill ihn. Ach, komm schon. Ich mach nochmal 5 Minuten. Wir müssen nur noch hier raus, Leute. Aber ich befürchte, die sind im Overwatch gleich. Ja, hoffen wir mal, dass das zieht. Och, jetzt geht alles daneben. Eben ist so gut getroffen und jetzt läuft gar nichts mehr. Scheiße. Wir haben jetzt nämlich ein Problem, Leute. Ein großes Problem. Der muss sterben. Und das hat ihn noch nicht mal gekillt, ne? Obwohl er keine Deckung hat. Der hat sogar volle Deckung. Ja, genau. Ja, genau. Holen wir sie uns. Oh, sehr schön. Immerhin den einen schon mal erledigt. Der ist erledigt. In der nächsten Runde hauen wir ab. Hoffentlich klappt das dann noch. 42, 32. Aber wenn du triffst... Du könntest beide töten. Dann versuche ihn zu töten. Das wird noch eklig werden. Ja, wenn die jetzt nämlich beide feuern dürfen, wird es ziemlich eklig. Am Ziel vorbeigeschossen. Ziemlich eklig. Mehr. Vor allem, weil ich keinen auf Overwatch habe und der jetzt einfach hingehen kann, wo er will. Und uns einfach abballert. Guten Morgen. Ja, erst markiert. Ne, er kann nicht mehr, wenn er markiert hat, oder? Wenn er vorher gelaufen ist, kann er dann nicht mehr. Jetzt könnte ich in die Luft jagen, dann ist er tot. Natürlich, du Sack. Ich jag das Ding jetzt in die Luft, dann hau ich ab. Er kann nämlich keinen Overwatch mehr machen. Du kannst dann nicht mehr laufen. Du kannst einfach den Behälter erledigen. Warte mal, der Radius ist, glaube ich, ein bisschen groß, oder? Es dürfte keinem Overwatch sein, so wie ich das sehe. Wie ist, wenn du einfach abhaust? Alles klar! Ja, wir einfach sagen Goodbye. Ich mache jetzt ein bisschen, also überziehe ganz schön gerade wieder, aber ich denke mal, das ist euch ja auch recht. Okay, wenn du... Eigentlich verschwindest du jetzt einfach, dann bist du safe, dann kann ich das Ding ohne weiteres sprengen und der Typ ist schon mal weg und dann kann ich den auch noch gleich töten. Ich hasse es, wenn unendlich Feinde kommen, das ist das Schlimmste in dem ganzen Spiel. Ich finde, das ist schlechtes Game-Design. Unendlich Feinde ist absoluter Quatsch, auch in einem strategischen Spiel. Du wirst erst in der nächsten Runde wegkommen können, aber das ist okay. Denn ich will eigentlich nur, dass du den Behälter sprengst. Yes! Und er hat nochmal 3 Schaden bekommen. Was? Die Rüstung hat ihn geschützt davor, zu sterben? Mhm, toll. Aber immerhin 100%, der ist tot. Yes! Und zwar mit einem richtig schönen 9er Crit. Ah! Diese Schönheit. Habe ich noch einen? Wow, Petokles kann nichts tun. Okay, doch, er kann wieder feuern. Er kann ihn noch töten. Mit einer ganz geringen Chance. Komm schon, Petokles, beweis dich. Oh, ich danke dir, Petokles. Das war so gut. Jetzt können wir abhauen. Denn jetzt brauchen die eine Runde, um wieder anzukommen. Wir sind weg in der nächsten. Ja, oder nicht mal mit das. Go, 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 Schatz. Und wir haben dadurch noch extra XP bekommen, denke ich. Leider kein Equipment. Was richtig doof ist. Ich will die Corpses haben. Aber deswegen bekommt man auch nichts, weil die eben unendlich kommen können. Was total doof ist. Ja, du brauchst nicht nachladen. Hau rein. Obwohl, wenn ich es nachladen lasse, kannst du immer noch fliehen. Yay. Oh yeah. Genau, Viridian. Oh yeah. Geil. Oh Leute, das Spiel macht Spaß. Das ist richtig cool. Vor allem, wenn man nicht alle Nase lang einfach verreckt. Und 99% seiner Leute verliert. Und pro forma, wir gehen nachgeladen vom Schlachtfeld. Wir haben die Zeit. Es läuft. Petokles, ich hoffe, du bist jetzt wieder fit. Denn du hast hier richtig reingehauen. A horrible truth haben wir bekommen. Achievement. Avenger hier Firebrand. Das Paket ist in Sicherheit.
Alle überlebenden XCOM-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Yes. Mission erfüllt, Commander. 21 von 21 Feinden. Getroffen, wo es weh tut. Dies war ein Ort, den nie ein lebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Untersuche die Edwin-Geheimeinrichtung, abgeschlossen. 25 Runden. Ja, wir waren nicht schnell, aber wir waren dafür effizient. Mit 21 getöteten Feinden, was richtig awesome ist, und 2 verwundeten Soldaten, also Hammer. Also nur 2 verwundeten Soldaten, kein getöteten. Ah, das lasse ich jetzt auch noch drin. Das überziehen wir. Wow, Viri-Solutian. Größter verursachter Schaden und die meisten Angriffe ausgeführt. Melly Calamity Class Sali, am häufigsten angegriffen worden, die Arme. Und am weitesten bewegt, Private Lukas Sabotierer. Ja, der ist ein Private, der muss noch laufen. 88,67% Trefferquote, 4,07 Durchschnittsschaden pro Angriff, was ziemlich gut ist. Getötete Feinde pro Runde sehe ich nicht, weil der Sabotierer davor ist. 0,84 und durchschnittlicher Deckungsbonus, ich würde es gerne noch sehen, 20,11%. Ja, und das heißt 0,11, nicht 0,11. Genauso wie 86,67. Sabotierer nochmal. Und sie sind alle glücklich, das finde ich toll. Ja, ich sage einfach mal, es sind 20%. Ja, ich glaube schon. Sieht sehr nach 20 aus. Deckungsbonus. Ja, wir hatten nicht viel volle Deckung, aber dafür hatten wir Ultra-Höhenboni. Und die Höhenboni sind abartig geil. Richtig abartig geil. Wow, und 3 Leute haben eine Beförderung sich verdient. Sogar Lieutenant Murray. Sie ist jetzt der ranghöchste Offizier in XCOM. Cool. Oder aber erstmal der Sabotierer bekommt seinen Rang. Und du wirst ein Hacker. Du bist Sabotierer, mein Freund. Du wirst auf jeden Fall ein Kampfhacker. Du bekommst Gefechtsprotokoll, das kennen wir schon. Das hatte ich ja sogar schon mal. Hatte ich das schon mal? Nein, hatte ich nicht schon mal. Hä? Mach ich mir jetzt was vor. Oh mein Gott, schicke den Gremlin zu einem Feind, wo er einen Stromschlag mit garantiertem Schaden, der gegen Robotergegner erhöht ist. Ich glaube, den hatte ich noch nicht, oder? Hatte ich den schon mal? Leider mal. Kann ich leider nicht mehr zu sehen. Okay, cool. Besseres Hacken hat er ja. 55 plus 20, oder? Er ist sowieso schon ein guter Hacker. Der Sabotierer, das wird seinem Namen gerecht. Guten Wille, gute Gesundheit. Ach, wunderschön. Dann Sergeant Viridian Zulu. Oder Viri-Zulu-Dian. Wird Lieutenant. Und kann entweder verbergen, du kannst dich einmal pro Runde direkt in Verborgenheit begeben, was ziemlich nice ist, mit dem Schattenangriff gepaart, wow. Oder Sturm und Schuss, den kennen wir auch schon, erhalte eine Aktion nach dem Sprinten. Das kann extrem geil sein. Wow, das kann extrem geil sein. Verbergen. Verborgenheit ist an jedem Ort möglich, aber innerhalb des Erkennungsbereichs von Feinden in der Nähe fliegt der Ranger auf, wenn er flankiert wird, okay. Dachte ich mir. Sturm und Schuss ermöglicht es Rangern, schnell nah an ihr Ziel zu gelangen oder erleichtert das Einnehmen einer flankierenden Position. Ja. Sturm und Schuss hat eine Abklingzeit von 3 Runden. Das ist wie üblich. Aber wir nehmen natürlich Sturm und Schuss, denn er ist der Klingenmeister. Genial. Gemein, dass die beiden exklusiv sind. Und jetzt noch Lieutenant Murray Overdrive, der Eto-Class. Ach nein, gar nicht. Ach Quatsch, sorry. Das ist die G. Oh Gott, sie wird Captain. Unser erster Captain, das heißt, wir können neuen geilen Scheiß haben. Wir haben den nächsten Soldaten. Sehr geil. Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion ausgelöst werden. Nicht nur bei Bewegung. Ziemlich geil. Gefahreneinschätzung meine ich, sorry. Dieses Protokoll gewährt dem Ziel jetzt einen Deckungsfeuer-Feuerschutzschuss. Oh mein Gott. Einen Deckungsfeuer-Feuerschutzschuss. Aber die Abklingzeit des Hilfsprotokolls ist um 1 erhöht. Ja. Wenn ein Scharfschütze das Ziel der Gefahreneinschätzung ist, macht er seinen Deckungsfeuerschuss mit der Pistole, nicht mit dem Präzisionsgewehr. Okay. Interessant. Bei Auslösung durch eine feindliche Aktion wird Deckungsfeuer noch vor Abschluss der feindlichen Aktion durchgeführt. Das ist cool. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Aber Deckungsfeuer-Feuerschutzschuss. Ah, okay. Das heißt, mit dem Hilfsprotokoll bekommt der Soldat die Fähigkeit, die sie mit Deckungsfeuer hat. Fertig. Ja, das ist cool, aber ne. Beim Scharfschützen, der nutzt halt dann die Pistole, was ziemlich mies ist. Das ist bei ihr dann am besten. Das nehmen wir auch bei ihr dann, weil sie ist unser Kampfsanitäter. Das ist cool. Okay, geil. War ein super cooler Einsatz, Leute. Der geheimen Einrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Es tut mir leid, dass ich anderen so lange warten lasse. Ich habe eine halbe Stunde überzogen jetzt gerade. Wir haben Schaft gefunden, immer einen Schaden zu, Elerium-Kern und die Fiole aus der Geheimeinrichtung.
Sehr gut. Und der Alien-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Verschlüsselungsmethoden, auf die wir bei irdischen Datenspeichern treffen, scheinen die Aliens eine fortschrittliche Matrix aus mechanischen und biologischen Verschlüsselungsverfahren in Kombination mit psionischen Interferenzen zu verwenden. My goodness. Die Vorstellung, die komplexesten Pläne der Aliens aufzudecken, ist gleichermaßen faszinierend wie furchteinflößend. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Oh Gott. Wirklich, Avatar-Fortschritt nur um 1 reduziert? Willst du mich verarschen? Ihre Arbeit bei der Infiltration der... Wir sind tot. Bei der Infiltration der Geheimeinrichtung der Aliens aus Amerika hat uns den Verständnis der wahren Beweggründe der Aliens noch näher gebracht. Okay, wir müssen die Verschlüsselung. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch wirklich nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Doof. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Ah, sehr gut. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Ein hoher Preis, ein weg, ein da. Das ist, naja. Wir sollten mit dieser Gaunerin sprechen, die den Schwarzmarkt führt. Vielleicht kann sie unsere Bar wieder auffüllen. Die Bar? Okay. Das Problem ist, Leute, wir haben jetzt immer noch einen Avatar-Fortschritt. Drei Stück brauchen sie, dann sind wir tot. Einer kommt definitiv noch, weil er jeden Monat kommt. Und dann haben wir noch dieses düstere Ereignis. Wenn das düstere Ereignis kommt mit 2, sind wir tot. Wir können nichts machen, weil ich habe keinen... Ja gut, okay, ich könnte die Kommunikationszentrale besetzen mit einem. Sobald das hier fertig ist, in 6 Tagen, könnte ich die besetzen. Wir können versuchen, den anderen Kontakt zu kriegen und direkt die nächste Einrichtung holen. Die einzige Chance, die wir haben. Vielleicht gehen wir da drauf. Vielleicht versuchen wir die Kommunikationszentrale um 1 zu erweitern und das dann zu machen. Aber das ist unsere einzige Chance, Leute. Es wird heikel, es wird spannend. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM 2. Und ich werde wieder zugespammt. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute. Tschüss.